Hallo, ich bin Claudia und ich zeige euch heute den Schweizer Rand. Auch der Schweizer Rand ist ein Rand, bei dem die Randmaschen in jeder Reihe gestrickt werden. Er bildet Knötchen, genauso wie der Knötchenrand. Und er soll ein bisschen fester sein als der Knötchenrand. Allerdings, bei mir ist er das nicht. Bei mir ist er genauso fest wie der Knötchenrand, aber er wird nicht mit rechten Maschen, sondern mit linken Maschen gestrickt und vielleicht strickt ja einer von euch lieber linke Maschen. Ansonsten ist der Schweizer Rand auch gut zum Zusammennähen geeignet, denn man hat hier eine ganz, ganz klare Trennung, kann gut unter den Maschen fassen und hat wie auch beim Knötchenrand jedes Knötchen über zwei Reihen. Kann man gerade also bei Kraus rechts auch gut sehen. Bei Kraus rechts ist es ja so, dass jede Rippe zwei Reihen entspricht, zwei Reihen gestrickt. Und wenn ich das hier mal so ein bisschen auseinanderziehe, seht ihr, am Ende einer jeden Rippe sitzt ein Knötchen, also ein Knötchen gleich zwei Reihen. Die Seiten sehen ein bisschen unterschiedlich aus, aber bilden trotzdem am Rand die typischen Knötchen. Und er wird gestrickt wie folgt. Die Randmaschen, wie gesagt, in jeder Reihe, aber links. Das heißt, ich befinde mich in einer Hinreihe, ich stricke die erste Masche links, dann die Reihen im jeweiligen Muster, die Maschen im jeweiligen Muster und die letzte Masche der Hinreihe links. Wenden, wir sind in einer Rückreihe, die erste Masche der Rückreihe links, dann die Maschen im Muster und die letzte Masche der Rückreihe auch links. So, das ergibt den Schweizer Rand. Nochmal, erste Masche in einer Hinreihe links. Alle weiteren Maschen im Muster. Ups. Und die letzte Masche auch links. In der Rückreihe ebenso. Erste Masche links. Alle Maschen im Muster. Und die letzte Masche auch links. So viel zum Schweizer Rand. Im nächsten Video geht es weiter mit den Randmaschen. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.